Hallo, gibt's hier Loot? Ja. Hierher hat Odin seine besten Hinweise zu Jötunheim gebracht. Ein bisschen randalieren müssen wir jetzt einfach machen. Odin ist nicht so ein cooler Typ, wie alle sagen. Ich muss mega pinken. Legendary, Alter. Auge der Außenwelt. Episch, Zauber, Bonus aller Werte. Na holla, die Waldfee. Ist doch ganz klar, dass wir uns hier looten gehen, wenn es sowas direkt in der ersten Kammer ist. Den Move sollte ich öfter machen. Solange jetzt keine Valkyrie kommt, ist alles gut. Ich habe bei dem Zeug immer Angst, dass es wirklich eine Valkyrie kommt. Was ist das hier? Das gehört ins Kammer. Dein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. Gibt's hier was zum Klauen? Nein? Nein. Gleich ein Gegner, oder? Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das klingt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tier. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Der ist keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher? Das hier kenne ich zu gut. Hm. Warum ist er so leise? Seine Augen, es sind Juwelen, wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jötunheim. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. In welchen von den beiden? Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Einfach, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Keine Gegner mehr. Ich werde das zwar gleich bereuen, aber... Warum? Kommst du mit? Keine Ahnung, was das macht, aber erstmal bei. Junge. Was du... vorhin... sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Na schön. Was Lockerungsübungen? Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Na dann, wenn es noch funktioniert.
Stimmt, wir haben einen Schlüssel. Wo müssen wir wohl hin? Also Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er! Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur Freya denke, dann... An mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Kopf, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Will ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir. Ja, Junge. Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich. Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Ja, wir müssen wenn einfach nur mobben. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Servus. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlag. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch... Ist das... Wo hast du? Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt. Oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt ihn nie aus. Nicht wahr? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Nein, ich möchte meine Waffen noch upgraden. Cringe Moments Teil 1. Lasst uns anfangen. Chaos klingt Verbesserung, Chaos klingt Verbesserung, Chaos klingt Verbesserung. Hoffentlich wurde ich ihm gerecht. Kann die verbessern? Nein. Auf Wiedersehen. Noch irgendwie. Das war's mit Ruhe und Frieden. Hey, es wird schließlich niemand gezwungen. Neue Fähigkeiten leveln? Nein.
Hier ist ein bisschen was, was uns das Shit angreift. Aber erstmal noch Rage voll. Zack. Zack. Wir kaufen einfach alles. Einfach stumpf kaufen. Alles, was uns hilft. Hilft uns am Ende. Dieser kluge Satz stammt von mir. Dürfte ich nicht einfach so verwenden. Da habe ich ein Patent drauf. Soll vielleicht erstmal nochmal gucken, ob hier was Wichtiges da. Ja, scheiße. Jetzt müssen wir wieder bis hinten. So, werden wir uns jetzt aufs Maul hauen. Jetzt muss Nino rausfinden, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Ich folge jetzt einfach mal meinem High-Five-Symbol. Was so cool, ne? Was so cool. Ich glaube, wir haben es gefunden. Ha! Ja, dann setzen wir mal den Schniedel wieder ein. Tirsone, das ist es. Der Schniedel. Wir sind drin. Aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Mir zu bei. Ich sehe etwas da oben. Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jüttenheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Und jetzt? Sieh an! Ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Ach so, hier. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Oder er war einfach freundlich und ein netter, sozialer Dude. Kurz mal kurz, was hier hinten ist. Das ist immer nur so ein Rundgang. Hätte ja sein können, hier gibt's versteckten Loot. Das tut mir sehr leid, das wollte ich einmal herausfinden. Wow, wer sind die? Vorher müssen wir wahrscheinlich durch ein Rätsel lösen. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau. Und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Alles klar. Ich dachte, ich mache da eine Rune rein. Mama told me, one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me, it's okay to sit when shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this. So called life, they call living, but I call it strange. And I bet I'll do it, cause I'm on my way. And strong enough that I can shake the